Hallo, mein lieber Stier. In dieser Legung geht es um die Zeitfrequenz Mitte bis Ende September. Wir wollen gucken, welches Kollektiv ich hier wieder habe. Vielleicht haben wir wieder das Umzugskollektiv hier. Mal gucken, was ich hier zeigen möchte. Meine lieben Stiere, denkt bitte daran, es sind Kollektivlegungen. Nicht jeder kann damit in Resonanz gehen. Zeit ist fließend. Ne? Denkt bitte daran. Wir starten hier in deiner Legung mit den Seelenbotschaften und mit den Weisheitskarten. Ich habe das Licht- und Schatten-Tarot und diesmal die Kipper und die Lennys mit am Start. Also, das wird echt spooky, aber es wurde mir so durchgegeben. Und wir schauen als allererstes, um was es geht. Für alle, die neu sind, ich danke euch für eure Abos, Likes, Kommentare und Spenden. Danke dafür und danke für eure Unterstützung. Das finde ich wirklich großartig. Denkt immer daran, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Und wenn irgendwas nicht im Fluss ist, stagniert ihr in finanzieller Hinsicht in allen Dingen, die einen Ablauf betreffend. Und wir gucken. Wow. Oh mein Gott. Ein tolles Kollektiv. Wir haben es hier mit der Kraft zu tun, meine Lieben. Du wirst von der universellen Lebenskraft getragen. Ja, das bedeutet Dynamik. Das bedeutet, du hast die Power, die du brauchst. Also ich sag mal so, für das Kollektiv der letzten paar Male, die den Umzug gemacht haben, die Kraft könnt ihr jetzt bestimmt gut gebrauchen, ne? Also meine Lieben, also wie gesagt, es geht hier um deine Lebenskraft. Es geht darum, dass du einen Schritt weiter dich entwickelst. Lass uns mal gucken. Ja, seht ihr, das habe ich gesagt mit dem Lebensfluss, ne? Vertraue dich dem natürlichen Strom des Lebens an. Denke bitte daran, der Lebensfluss kann nur fließen, indem das Geben und Nehmen im Einklang ist. Ne? Und da wirst du die Kraft haben, um diesen Weg gehen zu dürfen oder gehen zu können. Sagen wir es mal so. Ne? Also hier wird sich etwas, ich habe das Gefühl, hier wird sich etwas korrigieren. Glücklich sein. Also wenn du bis jetzt nicht glücklich gewesen bist, dann wird sich das jetzt einstellen. Also auf jeden Fall wird das jetzt hier kommen, weil guck mal, glücklich sein. Glück ist die oberste Priorität in deinem Leben und darauf fokussierst du dich. Glück, Kraft, Lebensfluss. Das ist alles positives Mindset. Also das hat was mit positiver Ausrichtung zu tun. Hier geht es um glückliche Stiere. Und wir haben die Veränderung, wie das Leben verändert auch, wie das Leben veränderst auch du dich selbst, meine Güte. Ja, also es muss irgendwie, ich lasse es drin, ich schneide es jetzt nicht raus, weil diese Veränderung, die bringt dich erstmal in eine gewisse Stagnation, weil ich sehe, dass du mit dieser so schnellen Veränderung, die du hier leben darfst, nicht mitrechnest. Du rechnest nicht damit, dass das so schnell in dein Feld kommt. Ja, wir haben Fatum, wir haben den Glauben und wir haben, was haben wir hier noch? Die Rückseite. Ja, es ist eine Veränderung in der Familie und da glaubst du glaubst an die Schöpfung, an das Positive. Also so nach dem Motto, so ein typischer. Ich kann heute nicht reden, Leute. So ein typischer Stierspruch, den ich von meinem Stierkollektiv kenne, ist entweder mal eine Nacht drüber schlafen oder, was sagen sie sonst noch so? Wird sich schon rütteln. Das ist natürlich für so ein, für die, die nicht so chillig unterwegs sind, ja, da krieg ich schon Hitzewallung. Ja, seht ihr, ich denke schon nur an das Chill, mal eine Rüttel und krieg schon Hitzewallung, meine Lieben. Ja, also ihr werdet hier in Bezug auf Familie, werdet ihr hier daran glauben, dass sich alles gut entwickelt, weil ihr seid glücklich, hier ist eine Entscheidung getroffen worden, die euch glücklich macht, weil ihr sie getroffen habt oder weil ihr dem zugestimmt habt, je nachdem. Und euer Lebensfluss ist scheinbar wieder im Fließen und auch die Kraft ist vorhanden, liebe Stiere. Kann ich nie anders sagen. Cool. So, mit Versprechern und Sprach- und Wortfindungsstörung.
Aber es, ihr seht ja, ne, am Ende wird immer alles gut. Ja, guckt mal, wir haben hier eine Mangelsituation. Ne? Vielleicht bist du jetzt erstmal in eine Runde im Mangel und brauchst erstmal den Glauben an das Gute und an das Positive. Und du denkst nach und du machst die Gedanken und du überlegst. Guck mal, Stiere, hier möchte euch jemand die Hand reichen. Ihr seht es aber nicht, weil ihr so verkopft seid in Bezug. Ihr guckt auch direkt in den Mangel rein, ne? Und ihr wisst nicht, wie ihr da rauskommt. Aber es kommt ja eine Veränderung, ne? Nicht vergessen. Also da kommt etwas Positives auf euch zu. Nee, das ist mir hier alle zu viel. Das ist hier heute Standard bei euch. Das habe ich bei all euren Erdzeichen-Kumpels auch gehabt, meine Lieben. Ihr seid aber sehr dynamisch. Du ziehst dich zurück, Stier. Okay, also du ziehst dich zurück, du machst dir Gedanken, du willst nicht teilen, du willst nicht reden, du hast einen Prozess gerade am Laufen, innerfamiliär, und du bist aber ein Stück weit entweder wirklich im Mangel oder im Mangel ausgerichtet, in diese Richtung ausgerichtet, vom Denken her, ja. Dieser ganze Prozess, natürlich kann der dich Kraft kosten, aber du kommst in deine Kraft, weil hier etwas endlich vorangeht. Eine Situation, auf die du hier ein Stück weit gewartet hast oder zugearbeitet hast, hier möchte sich etwas verändern und hier wird auch eine Veränderung kommen. Und wir gucken uns das jetzt mit den Kipper und mit den Lindemore-Karten an. Ja, sag ich doch. Es kommt ein Geschenk. Es kann wirklich ein Geldsegen sein. Es kann, gucken wir mal, was ist das Geschenk? Kann eine Unterstützung aus der Familie sein. Was ist denn das hier? Konflikte. Das Geschenk sind die Konflikte. Ja, Leute, ganz ehrlich, wisst ihr, was das bedeutet? Also einerseits zieht ihr euch zurück in Bezug auf die Konflikte, weil die sorgen dafür, dass ihr niedrig schwingend seid und in einen Mangel geht. Ihr denkt darüber auch nach. Aber andererseits sind diese Konflikte auch sehr reinigend, ne? Also wollen wir mal nicht vergessen, Konflikte sind wie Gewitter. Und nach Gewitter, wie ist da die Luft? Gereinigt, ne? Ja, seht ihr? Und deswegen ist dieser Konflikt gar nicht mal so schlecht. Es kann auch sein, dass du hier ein Geschenk bekommst und es löst einen Konflikt aus. Und dieses Geschenk macht dich glücklich, gibt dir Kraft, bedeutet die Veränderung, bringt dein Leben wieder in Lebensfluss. Es kann auch sehr gut sein, dass du es mit Neidern zu tun hast. Also lieber Stier, du bist ganz schön, du hast ganz schön Kopfjogging. Mit 10 der Schwerter bist du auch körperlich sehr angeschlagen. Das kann Rücken bedeuten, Kopf bedeuten und dazu diese finanzielle Geschichte. Die meisten Menschen, wenn sie Rücken haben, haben in der Regel was mit finanziellen Themen zu tun. Also die Belastung, wie komme ich aus der Situation raus? Weil, warum Finanzen? Weil Münzenergie ist Finanzen. Das ist 5 ist Mangel und Münzen ist Geld. Die Stabilität ist am Wanken. So, und die 10 der Schwerter sind die Körperlichkeit. Das heißt, diese Belastung, die du hier hast, Stier, die wirkt sich auf dein körperliches Wohlbefinden aus. Hier gibt es aber eine Verbesserung, eine Veränderung. Und das wird im Mai bei dir ein ganz großes Thema sein. Kann auch zum Beispiel sein, warum du umgezogen bist. Wenn wir mal bei diesem vergangenen Kollektiv bleiben, für die, die hier nochmal zuschauen. Dass der Umzug für dich ein Neuanfang in den Finanzen war, weil du jetzt weniger Miete zahlst. Und dadurch gleichst du etwas, was in der Vergangenheit dir sehr viel Geld gekostet hat, gleichst du damit aus. Hier geht es in dieser Zeitfrequenz jetzt um eine gesunde, solide Stabilität, Chance oder Neuanfang in den Finanzen. Du darfst dir auch nochmal so ein bisschen nostalgisch deine Kindheit angucken.
Was hast du für Glaubenssätze? Was hast du für Gedankenmuster, für Strukturen? Ja, zum Beispiel, man muss, wenn man Geld haben will, immer viel für arbeiten. Nein, das ist nicht so. Du selber hast die Vorstellung für dich, das reiche Mädchen, du möchtest wohlhabend leben, du möchtest sorgenfrei leben. Das ist absolut nachvollziehbar. Das reiche Mädchen ist immer eine Energie, ja, hier, die unabhängig ist, die wohlhabend ist, die in der Leichtigkeit ist, der es nicht schlecht geht. Kann aber auch dann in dem Moment, wenn du sagst, nein, dem ist es nicht so, kann es auch eine Person sein, die dir ein Geschenk überreicht, wo du mit einem Konflikt hast, weil sie dir zum Beispiel das Geld auslegt, was du brauchst, gerade aktuell, weil du es nicht hast, weil das erst kommt. Ja, und du halt hier gerade im Mangel bist und du einfach ein Stück weit jetzt einen Geldsegen bekommst. Kann jemand sein, der mehr hat wie du. Es gibt hier ein direktes Vorangehen. Also pass auf, Stier, diese Situation, wo du hier im Mangel bist, ja, da wirst du relativ schnell rauskommen. Ich denke ganz klar, dass das irgendwie mit dieser Person zu tun haben kann. Und dass diese Person dir hier das Geschenk überreicht. Dieses Geschenk an dich, du hast hier ein Problem, Stier, mit Annahme. Und oder mit Neidern. Diese Person ist aber unterstützend an deiner Seite. Oder sie erinnert dich daran, wo du mal gestanden hast. Mit dem Ritter der Schwerter. Mit dem Ritter der Schwerter. Gehst du direkt voran. Du wirst alles ausblenden, was hier dich dazu auffordert, dich rechtfertigen zu müssen. Du sagst, ich bin nicht auf diese Welt gekommen, um mich zu rechtfertigen. Die 7 der Münzen ist immer dieses, du hast das Gefühl, du musst dich rechtfertigen. Nein, musst du nicht. Das könnte auch hier der Konflikt sein. Noch ein Konflikt sein. Du sagst, ich nehme das dankend an, auch wenn ich damit einen Konflikt hätte. Aber ich weiß ja, es gibt hier einen Neuanfang in den Finanzen. Ich kann das wieder ausgleichen. Ja? Ihr habt verstanden, wie ich das meinte? Es geht hier erfolgreich weiter. Der Wagen, es geht voran. Also, ich sag mal so, lieber Stier, es ist eine Zeit des Überbrückens, ja. Es wird besser, definitiv. Das Gericht. Entweder hast du hier einen Gerichtsprozess oder aber du wirst hier gerecht entscheiden für dich. Wieder, das hatten wir gerade bei den Jungfrauen auch. Ich glaube aber auch, ich bin mir nicht sicher, bei den Steinböcken. Also die falschen Personen, achte bitte darauf, mit wem du vorangehst. Ihr Erdzeichen habt hier den einen oder anderen im Kollektiv, in eurem Leben, der nicht ehrlich ist zu euch. Dann bitte ein bisschen aufpassen. Und hier wird die Entscheidung offiziell gemacht. Es geht hier voran. Überlege dir bitte, auf wen du zugehst. Mit wem, lieber Stier, möchtest du vorangehen? Achte bitte darauf, das ist so eine kleine Warnung. Diese Person ist nicht ehrlich. Die kann auf dich zukommen und mit dir vorangehen wollen oder halt auch umgekehrt. Da musst du bitte jetzt mal schauen. Du wirst hier definitiv, und das ist das, um was es hier geht, du wirst gucken, dass du finanziell wieder besser dastehst. Ja? Du wirst ein Stück weit Unterstützung bekommen, weil du aus einer sehr belastenden Mangelsituation rausgehst. Und zwar sehr direkt. Wir haben hier das Thema Veränderung. Die Veränderung kann hier durch ein reiches Mädchen sein, die dich hier unterstützt in den Finanzen. Das Gericht kann eine Gerichtsverhandlung sein. Oder aber auch eine Entscheidung, die du offiziell treffen wirst. Und für einen ganz kleinen Teil, die werden als allererstes sehen, wenn es um eine Gerichtsverhandlung geht, dass das Urteil nicht so ausfallen wird, wie ihr es gehofft habt. Einerseits
ist es ein Geschenk, dass eine Entscheidung getroffen worden ist. Aber ihr habt damit auch einen Konflikt, weil wenn es hier um Geldangelegenheiten geht, dann wird ein Urteil gesprochen, offiziell, wo du aber nicht das bekommst, was du gerne möchtest. Kann Kindesunterhalt sein, kann manche Eltern sind ja so schlau und müssen sich vor Gericht treffen, um dann zu vereinbaren, wann sie welche Kinder sehen dürfen. Also ja, es kommt mir gerade rein. Ja, also das ist, wie gesagt, wenn ihr es braucht, bitte, aber wie gesagt, man kann es auch anders lösen. Und wenn es ein Gerichtsprozess ist, was nicht mit Kindern zu tun hat, sondern generell mit einem Prozess, dann werdet ihr nicht dieses Ergebnis bekommen, was ihr gerne wollt. Ihr werdet Kompromisse machen müssen. So. Für andere ist es aber auch eventuell hier eine arbeitsrechtliche Geschichte. Die sehe ich auch. Wir haben trotzdem das Siegreiche. Also es ist die Einstellung, um die es geht. Aus dem Mangel heraus in einen Neuanfang. Aus dem Mangel heraus in einen Neuanfang, der siegreich sein wird. So, was haben wir hier? Die Verbundenheit. Ich spüre die Verbundenheit mit allem und fühle mich dadurch geliebt und beschützt. Haben wir auch so ein bisschen kindliche Karte, ne? Nostalgie, Kindheit. Ja, die Verbundenheit zur Familie, hier mit dem Stamm, zur Mutter, zu den Kindern. Die Verbundenheit zu sich selber, innere Kind, ja, da möchte was vorangehen. So. Dann gucken wir mal, was hier noch zu sagen, was es hier noch zu sagen gibt mit dem Psychix-Tarot. Was geht es hier noch bitte für den Stier? Ja, also normalerweise, lieber Stier, du kannst dich nicht beschweren, ja. Wir haben den materiellen und spirituellen Wohlstand. Auch wenn man Kompromisse machen muss oder Einschnitte hat, aber die Veränderung kommt wieder. Also du wirst aus einer Mangelsituation in die Fülle kommen. Es wird wieder bergauf gehen. Vielleicht nimmst du dir auch einen Kredit, den du gewährt bekommst. Das kann es auch sein, um etwas zu überbrücken. Ja, guck mal. Sich freuen, triumphieren. Das ist sehr schön. Und was haben wir hier noch? Ja, und der Wohlstand beginnt. Ich liebe meine Nachbarhunde. Ich bin ja kein Hundefeind. Ich habe ja selber einen. Aber Leute, dieser Hund, mit dem wird nicht mal Gassi gegangen. Das ist echt traurig. Okay, das mal so am Rande. Der kann nicht triumphieren. So, die Veränderung schon wieder. Hier, guckt mal. Seht ihr das? Also, meine Lieben, die Veränderung wird kommen durch eine neue Arbeit, ein Kredit, durch jemand, der euch hilft, Erfolg, freuen, triumphieren, Wohlstand beginnt, materieller, spiritueller Erfolg, Veränderung, Veränderung. Der Lebensfluss kommt wieder, ihr kommt in eure Kraft, ihr werdet glücklich sein, die Konflikte hören auf, der Mangel hört auf, die Blockaden gehen weg. Wow! So, und damit ist alles gesagt. Seht ihr? Hätten wir gar nicht so lange reden müssen. Ne? Die Verbundenheit zu sich selber, zur Urquelle, wird wiederhergestellt. Wisst ihr, warum man manchmal in so einem Mangel sein muss und in so einer Blockade? Damit ihr die Wertigkeit, diese Veränderung, diese Freude, den Wohlstand, den werdet ihr nicht zu schätzen wissen, wenn ihr die Veränderung nicht lebt. Das ist richtig spooky. Aber es ist so. Okay, meine Lieben? Ich hoffe, ich konnte euch damit ein Stück weit unterstützen. Und ich hoffe, der ein oder andere konnte damit in Resonanz gehen. Weil es kommt erst eine Zeit, wo man noch ein bisschen Pflaster kleben muss und es wendet sich aber das Blatt, ja? Und was ganz wichtig ist, meine lieben Stiere, glaubt daran, bleibt positiv, okay? In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, lebt die Liebe und den Wohlstand, ihr habt es euch verdient und ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Und denkt dran, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und gerne spenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.